beschlossen, dass im Herbst 21, mache jetzt in Lunzenau die Mutmacher Mittelsachsen und unterstütze auch den Nachbarn in Penich noch mit Spaziergängen und Kundgebung. Sitze in Lunzenau im Stadtrat als Freier Wähler. Da haben wir eigentlich eine ganz gute rebellische Truppe, die da dem Bürgermeister immer ein bisschen entgegensteht. Und bin jetzt auch noch Vorsitzender der Werbeverein in Lunzenau. Und ich freue mich, dass ihr hier dieses Aktionsbündnis gegründet habt, weil bis jetzt ist der Widerstand ja immer so auf einzelner Bürgerebene quasi gelaufen. Und wenn wir uns jetzt hier als Unternehmer zusammenschließen und die Zahl wächst und die wird wachsen, dann denke ich, haben wir ein Riesenpotenzial, weil dann kann keiner mehr kommen und kann sagen, hier, das sind ja alles rechte Spinner. Nee, wir sind hier der Mittelstand, der uns hier die Jobs bringt, der die ganze Firma hier am Laufen hält. Und mit dem muss man sich auseinandersetzen. Da kann man da nicht mehr weggucken. Also das war die Würde für euch. Das war was. Mein Name ist Daniel Hulle. Ich bin Vater von 4 Kindern. Ich sage das jetzt zuerst, nicht mein Beruf, weil ich habe in allererster Linie Angst um die Zukunft meiner Kinder. In jeder Hinsicht übrigens. Ob das gesundheitlich ist, was die uns hier alles drüber helfen wollen, zwangsweise. Ich bin ganz stark Impfgegner, wie wahrscheinlich alle oder die meisten, aber auch Impfgegner bis zum letzten, also nicht nur die Corona-Impfung. Ich bin seit 38 Jahren Dachdecker. Habe mich 2011 erst selbstständig gemacht, aus privaten Gründen. Hatte dann 2014 noch meinen Meister gemacht in Dresden bei der Handwerkskammer, also ziemlich spät, wurde lieber voll Silberrücken genannt in der Klasse. Und beschäftige jetzt vier Facharbeiter und einen Lehrling und einen Subunternehmer ab und an. Ja, und was mich umtreibt, ist, hier sitzt ein sehr guter Freund von mir, der Micha. Wir unterhalten uns viel über die ganze politische Lage und so weiter und so fort und denke, ja, hier muss was passieren. Also das ist so mein Beweggrund, warum ich heute das erste Mal hier sitze. Vielen Dank. Ja, ich komme aus derselben Region wie der Renne, bin der Mischa aus Dresden oder bei Dresden. Bin ja in jungen Jahren schon 1983 selbstständiger Handwerksmeister gewesen. Das lief dann mal davor, nach der Wende habe ich noch eine zweite Schiene dann gemacht. Dort war ich Betreuer im Bauhauptbau Nebengewerbe Maschinenbau. Dort hat man schon damals in dieser Zeit, muss ich sagen, erlebt, was hier eigentlich stattfindet. Wir wollen gerade von der Treuhand reden, von der ganzen Betrug, Abwicklung. Und der Kult von Wies oder was, der erste Treuhand. Man muss nur einfach mal diese Geschichte verfolgen, wie weit das hier gegangen ist und wo wir heute sind. Ja? Und wir sind, das heißt, nicht chancenlos, aber wir müssen irgendwelche Wege finden, die wirklich zum Ziel führen. Also wenn wir hier irgendwo an die Politiker schauen, ich kenne ein paar Leute aus der AfD, und der eine hat mir auch das Ohr voll gejammert, da sitzt der Landtag Dresden, dass schon viele wieder mitlaufen, weil sie viel Geld kriegen. Also auch diese Partei ist unterwandert. Man muss sich einfach darüber bewusst sein, dass diese Parteienpolitik nichts bringt. Ich gehe auch seit ein, zwei Jahren nicht mehr wählen. Es bringt nichts. Viele sagen, kann sein. Ne? Aber wie gesagt, es muss jeder für sich selber entscheiden. Mein Credo ist eigentlich wirklich ziviler Ungehorsam. Nichts alles. Ich habe 2014 die Montagdemos in Dresden vor die Wiener. Das war auch so ein Teil- und Herrscher-Aktion. Vor die Wiener mit organisiert. Also, es ist traurig, dass leider nichts passiert, obwohl jeder sieht, wo das ganze Ding dahin marschiert. Ja, Finanzsystem brauche ich auch nicht erläutern, das ist der Spaß selber. Und so weiter. So, ich gehe weiter. Ja, mein Name ist Jens Schmidt, ich bin der Wolfgang. Ich bin gebürtiger Sachse. Sachse. Sachsen machen wir auch mit. Wohnt seit über 30 Jahren in Rosenheim, in Oberbayern. Habe dort eine Firma, bin wegen der Liebe dahin gegangen, nach Rosenheim. Und natürlich auch wegen der Liebe der Berge. Bin früher viel Berg gegangen und so weiter. Also, bin selbstständig im Baugewerbe, habe eine Sanierungsfirma, also Wohnraumsanierung. Bis vor kurzem noch mit Mitarbeitern gearbeitet. Die habe ich leider Gottes alle entlassen müssen, weil ich den ganzen Käse nicht mehr mitmache. Jetzt
nur noch mit Subunternehmern. Also bei mir auf der Baustelle sind so 3-4 Leute jeden Tag beschäftigt. So. Das, die politischen Aktionen, da kann ich mich den Vorrednern nur anschließen. Hier steht alles Kopf und das müsste wirklich wieder auf die Beine gestellt werden. Anders geht's nicht. Und ja, jetzt gebe ich weiter. Ja, mein Name ist Susanne Göhr. Ich habe mich relativ spät selbstständig gemacht, und zwar im Dienstleistungsbereich. Ich nähe Kinderbekleidung überwiegend. Ich mache Reparaturdienste für alle Sachen, die es so zu nähen gibt. Ich sage, alles, was man mit der Maschine machen kann, kann man machen. Ich bin seit 2018 selbstständig, 2020 ist selber kam dieses C. Und seitdem bin ich auf der Straße, bin aktiv, habe an unseren Bürgermeister einen netten offenen Brief geschrieben, auf den habe ich keine Antwort bekommen, bis zum heutigen Tag. Ich wurde, wie viele sicherlich auch, geschlossen ein halbes Jahr. Und nach einem halben Jahr haben wir gesagt, du hättest doch gar nicht zumachen müssen, du bist doch aus Handwerk. Das haben wir halt gar nicht gewusst, aber gut, weil man ja, ne, ist einfach mal so. Und ich bin der Meinung, wir müssen hier wirklich was tun, sonst gehen wir alle vor die Hunde. Leider habe ich das Problem in Frohburg, wo ich wohne. Da bin ich wahrscheinlich die einzige Gewerbetreibende, die zwar nicht nur schimpft, sondern auch auf die Straße geht. Weil wir haben ganz viele Gewerbe und die sagen mir dann wieder, Politik hat ein Gewerbe nicht zu suchen, das sehe ich ganz anders. Weil genau die Politik das Gewerbe schon gut macht. Wenn die Politik sich raushält aus dem Gewerbe, dann ist das richtig. Macht sie ja nicht. Eben. Genau, und das habe ich ja den Leuten versucht zu sagen, aber ich bin halt dementsprechend nett rausgekehrt worden aus dem Gewerbeverein und habe mich bedankt und gesagt, okay, kein Thema. Und bin aber seitdem wirklich aktiv, jeden Montag in Frohburg auf der Straße. Ich bin seit März war ich regelmäßig auf dem Brunner und habe Reden gehalten, habe mich vorbereitet und ich sehe leider viel zu wenige vom Gewerbe, die echt aktiv sind. Ich höre nur alle oder viele jammern, aber keiner hat den Arsch in der Hose, sich mal am Nacken zu packen und sagen, ich stehe auf, wenn du was ändern willst, beginne bei dir. Und das vermesse ich bei vielen. Ja, mein Name ist Heiko Richter, ich komme aus Zwickau, habe ein kleines Transportunternehmen, bin inzwischen wieder solo-selbstständig. Das mache ich seit 2018, aber selbstständig bin ich schon eine ganze Weile länger. Vorher war ich im Bereich Fernsehen tätig als Kameramann und Kader. Dass ich das nicht mehr mache, hat seine bestimmten Gründe, aber das war ein rahmenfüllendes Programm, will ich jetzt erstmal beiseite lassen. Politisch bin ich auch seit 80 Jahren aktiv, war bei den Montagsdemos in Chemnitz damals mit dabei, damals Kramarstadt, habe dort auch von in der Schädelgasse dort eine Rede gehalten, an der Demo, wo am meisten Leute da waren, das waren über 100.000 Leute. Das ist ein Erlebnis, was ich nie vergessen werde. Das habe ich dann weiter vorangetrieben. 2017 habe ich in Zwickau für den Bundestag kandidiert, als freier Kandidat, habe dort ein Ergebnis von 8,8% gehabt. Was, wie gesagt, für freie Kandidaten schon genügend wert ist. Parallel dazu haben wir dann 3 Jahre später für den Stadtrat und Kreistag kandidiert, damals mit der ADGM, wo ich ja den auch herkenne. Leider haben wir es dann doch nicht geschafft, in den Kreistag zu kommen. Und in der Stadtrat arbeite ich mit Zukunft Zwickau zusammen. Inzwischen bin ich auch Vereinsvorsitzender von Zukunft Zwickau. Wir haben zwar ein Stadtratsmandat bekommen, aber leider müssen wir uns von dem Kandidaten bzw. von dem Kollegen verabschieden, weil es da auch verschiedene Sachen gab, mit denen wir uns dann nicht mehr einverstanden erklären konnten. Wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, es wird keiner kommen, weder ein Putin noch ein Trump noch irgendwo anders von irgendwoher. Wenn wir was sagen wir, erreichen wollen, dann müssen wir es selber tun, dann müssen wir auch tun. Ja, mein Name ist Ingo Wöber. Ich bin seit 22 Jahren selbstständig in Lützelheim. Ja. Und in der Photovoltaik. Photovoltaik? Ja, mein Name ist Jörg Neumann, komme aus Stiegestal, bin Landwirt, Direktvermarkter, bin irgendwo in diesen Versprechungen der Politik und auch der Bevölkerung erlebt, habe auf die Direktvermarktung gesetzt, auf die Tierhaltung gesetzt mit mehr Tierwohl,
mit höheren Umweltstandards, mit entsprechenden Klimastandards durch die Direktvermarktung und bin damit jetzt richtig aus dem Alter gefallen, weil sich die Leute einfach diese Produkte jetzt nicht mehr leisten können oder auch wollen. Des Weiteren bin ich Mitgründer der Bewegung Landschaft Verbindung hier in Sachsen, diese neue Bauernprotestbewegung, diese Krawallbauern, die da ab und zu mit den Traktoren auf der Straße fahren. Bin 2019 in Berlin gewesen, 24 Stunden und nonstop. Und will eigentlich hier erreichen, so ein bisschen den Schulterschluss zwischen Handwerk, zwischen Gewerbe, zwischen uns Bauern. Versuchen die Geschichte hier ein bisschen zu vernetzen. Wir Bauern werden nie wieder so viele Traktoren auf die Straße kriegen wie 2019, das der Fall gewesen ist, weil die Kollegen einfach schlicht das Geld vielleicht nicht mehr dazu haben oder sagen, was haben die 3 Jahre jetzt gebracht? Nichts. Rein gar nichts hat sich für uns geändert. Außer Kosten, außer Arbeit, außer Nachteil und außer als Reichsbürger, als Nazi oder sonst beschützt zu werden, hat sich nichts geändert. Und meine Menschen, die gute Freundinnen, Mitarbeiterinnen, Unterstützerinnen, die auch das Herz am richtigen Fleck hat. Und genauso wie die alle hier. Danke. Ja, einer ist der Erste und einer muss der Letzte sein. Und ich bin der Letzte. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, wird er sehen. Ich bin auch Versicherungsmakler in Chemnitz und in Skowodok. Inzwischen bin ich alleine, aber ich bin außerdem noch Edelmetallhändler und verkaufe.